So, und mit einem Tor der Marke Eder steigen wir ein in unseren Eishockey-Talk. Denn der Mann, der gerade zugeschlagen hat, nämlich Andreas Eder vom ERC Red Bull München, der ist heute bei uns zu Gast. Zum ersten Mal die Premiere für uns, zum ersten Mal auch die Premiere für ihn hier bei uns. Ich sag mal nicht im Studio, aber herzlich willkommen in unserem sozusagen kleinen Separé. Servus. Servus, vielen Dank für die Einladung. Im Hintergrund läuft dein Treffer gegen die Nürnberger Ice Tigers. Bisher eine erfolgreiche Saison bei dir und das war so ein, ich sag mal, typisches Tor, wie du es jederzeit auspacken kannst? Ja, typisches Tor würde ich jetzt so nicht sagen. Ich denke, ich habe den Schuss schon relativ gut getroffen. Ich wusste, dass dann Niklas vom Pfosten weggeht mit dem Kopf und dass da vielleicht eine Lücke ist. Ja, es war ein Sonntagsschuss am Freitagabend, würde ich mal sagen. Oh ja, aber sehr, sehr schön aus. Auch von der Seite, spitzer Winkel. Da würde auch nicht jeder abziehen. Das spricht auch für Selbstvertrauen. Nee, aber also ich kenne ja den Niklas aus Nürnberger Zeit noch und vom Torwarttraining. Und ich wusste, wie er in solchen Situationen reagiert. Und ich dachte mir einfach, ich probiere es mal. Zu dem Zeitpunkt stand es ja noch 1-0. Das heißt, das Spiel war noch relativ eng. Und ja, ich bin ganz froh, dass er nicht übers Tor gegangen ist und einen Konter für die Nürnberger bedeutet hat. Ja. Aber du sprichst es an, aus deiner Nürnberger Zeit, du hast ja auch schon einiges mitgemacht, warst in Nürnberg, warst in Straubing, schon in der Profizeit, dann wieder Rückkehr zu den Münchnern, was ja so der Jugendverein war. Bevor wir die Station vielleicht mal nachher noch dann abarbeiten, lass uns mal auf die Saison kommen. Du momentan 11 Tore, 11 Assists. Zu diesem Zeitpunkt, du sagst selber, die bisher beste Saison deiner Karriere. Wenn es bei dir gut läuft, ist es das Spiegelbild für die Mannschaft, deshalb läuft es auch bei denen gut und umgedreht? Ich glaube eher umgedreht. Ich denke, dass meine Mitspieler mich teilweise sehr gut in Szene setzen, wo ich dann meinen Schuss auch nutzen kann oder auch wenn ich dann mal einen ordentlichen Pass spiele, dass sie den dann reinhauen. Und ich denke, ich profitiere sehr von der guten Mannschaft, die wir dieses Jahr haben. Auf welchen Positionen, gut oder vielleicht besser als im vergangenen Jahr, ist der Sturm einfach stärker? Weil das ist ja das, was dann bei dir zum Tragen kommt. Ich denke, dass, also vom Gefühl her kann ich es ja nur sagen, ich war ja letztes Jahr nicht da. Ich denke, dass München ein bisschen ausgeglichener ist dieses Jahr. Wir haben vier sehr, sehr starke Reihen, die wo jederzeit Tore erzielen können und auch Chancen kreieren können. Und ich denke, dass es wahnsinnig schwer ist, uns auszurechnen, weil wenn man jetzt vermehrt auf unsere Reihe schaut, dann ist der D'Souza mit dem Austin und mit dem Yassin eine sehr gute Reihe. Oder auch im Hagi mit dem Kasti, die kannst du nie unterschätzen. Und der Street mit dem Freddy Tiffels ist auch immer torgefährlich. Das heißt, ich denke, das ist wahnsinnig schwer für den Gegner, uns auszurechnen und dann auch die gefährlichste Reihe rauszunehmen, weil jede von den Reihen gefährlich sein kann. Wie kommt es jetzt zur Zusammenstellung? Also wann hast du erfahren, mit welchem Sturmpartner du spielen wirst? Macht der Coach da schon so in der Vorbereitung langsam so seine Reihen fest oder sagt er sich, nee, das kann auch mal ganz schnell hier durchswitchen. Ich will mal gucken, wer sich auf welcher Position überhaupt bewährt. Also im Eishockey geht es ja schnell, dass man mal eine neue Reihe hat oder einen neuen Mitspieler hat. Aber ich denke, dass wir versuchen, alle das gleiche System zu spielen und dass es dann so wenig wie möglich ausmacht, mit wem du dann tatsächlich auf dem Eis stehst. Und ja. Bis jetzt machen wir es sehr, sehr gut, egal wer mit wem spielt. Ich glaube, die ersten 20 Spiele habe ich mit dem Street und mit dem Tiffels gemacht und es hat auch ordentlich funktioniert. Und jetzt spiele ich seit ein paar Spielen mit Ben Smith. Es funktioniert bis jetzt alles sehr gut. Hast du einen Lieblingsspieler, wo du sagst, der legt mir am besten auf? Und natürlich bei 11 Assists müssen wir fragen, hast du einen, wo du sagst, dem schiebe ich ihn am liebsten rüber, weil ich weiß, der kann 100% was damit machen? Ich bin immer ganz froh, wenn meine Pässe jemand verarbeiten kann, weil die doch nicht immer da hingehen, wo sie hingehen sollen. Aber bis jetzt hat der Ben Street das sehr, sehr gut gemacht, dass er auch mal einen Puck aus den Schlittschuhen rauszieht und ihn dann noch irgendwie reinhaut. Und ich bin immer froh, wenn einer von den Jungs zu mir passt. Und ja, da kann ich jetzt nicht sagen, dass einer besser passt oder mir das mehr liegt wie der andere. Klingt wie so eine dezente Eigenkritik, so nach dem Motto, ich bin froh, wenn einer meine Pässe kriegt. Also hast du eine Streuung wie eine Schrotladung, wenn es dann immer weiter weg wird? So schlimm ist es nicht, aber in die Richtung geht es ja. Lass uns mal kurz hier gucken. Ich habe mir einen Haufen Zettel hingelegt und suche jetzt natürlich die Tabelle. Tja, hier ist er versteckt. Ihr seid auf Tabellenplatz 1 und das ja schon seit einigen Spieltagen und habt mittlerweile 20 Siege eingefahren. Hinter euch die Adler Mannheim, die werdet ihr bald sehen, hier im Heimspiel in München. Dann Ingolstadt und dann die Tigers. Ist das für dich, wenn du so die Tabelle schaust und die bisherigen Spiele so Revue passieren lässt, auch so erwartungsgemäß gekommen die Saison? Also ich denke, dass die Tabelle relativ gut das widerspiegelt, was man vor der Saison erwartet hat, bis auf die Eisbären Berlin. Die hätte man natürlich in den Top 4 Mannschaften erwartet. Dass die gerade in so einer Negativspirale drin sind, ist schade, aber am Ende des Tages wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen und deswegen denke ich, stehen wir auch an der 1. Nun hast du schon gespielt und das hatten wir am Anfang ja schon erzählt.
eine Zeit lang in Nürnberg, dann in Straubing. Und klar, mit den Clubs gibt es regelmäßige Treffen, dann sind, das sind die bayerischen Derbys, wo besonders auch die Fans gerade hier in München dann drauf schauen. Es gibt ja die ein oder andere, man möchte fast sagen Hassliebe, also gerade mit Straubing ist es so, so richtig behaupten, dass sie sich mögen würden die Fans nicht, aber vermissen wollen sie sich auch, glaube ich, nicht. Wie ist es für dich, wenn du dann so gegen den Ex-Verein spielst und wie gegen Nürnberg dann auch triffst? Ist das nochmal was Besonderes? Die Frage ist sicherlich nicht neu, aber du bist jetzt da und deshalb bietet es sich einfach an. Ich muss sagen, gegen die alten Mannschaften zu spielen, ist schon immer relativ schwierig, weil man ja den Großteil auch der gegnerischen Mannschaft noch sehr gut kennt und auch ein Jahr lang mit denen oder zwei Jahre wie in Straubing mit denen gekämpft hat und um jeden Zentimeter auf dem Eis gekämpft hat. Das, so eine gewisse Nervosität ist da vor dem Spiel schon immer da, weil man halt auch dann vor allem in diesem Spiel nochmal zeigen will, okay, das hat einen Grund, wieso ich jetzt wieder in München bin und das hat einen Grund, warum ich jetzt in einer absoluten Top-Mannschaft spiele, aber am Ende des Tages ist es nur ein Spiel wie jedes andere. Da muss man einfach manchmal den Kopf ein bisschen ausschalten und einfach spielen. Wie ist es, sich zu verabschieden von einer Mannschaft, mit der man vorher zusammengespielt hat, mit allen Mitgliedern, mit allen Leuten im Trainerstab etc. und dann zu wissen, okay Leute, heute war das letzte Spiel, wir sehen uns nächste Saison, aber ich bin dann auf der anderen Seite. Verabschieden ist, denke ich, das falsche Wort, weil man weiß ja, dass man sich mit dem Großteil wieder sieht. Ich war zum Beispiel den Trainern in Nürnberg und Straubing relativ dankbar für die Chancen, die ich dort bekommen habe und für die Zeit und alle Dinge, die ich gelernt habe. Und das versucht man halt dann bei dem letzten Meeting nochmal rüberzubringen, dass man dankbar ist für alles. Aber ja, es ist auch ein Geschäft, das Eishockey. Und ja, du musst dann schauen, dass dein neuer Arbeitgeber zufrieden ist. Für dich sind es ja so Stationen als Profi, aber du hast ja schon in der Jugend einige Stationen hingelegt, warst unter anderem in Nordamerika. Bei denen, und da müsste ich jetzt auch wieder hier ganz lange rumwühlen, du kannst es einfach selber sagen. Vancouver Giants. Vancouver Giants, genau, ich hätte jetzt wirklich den Zettel sonst wo gehabt. Da warst du wie alt? 17. Und da kommst du ja hin, bist ein Talent hier in Deutschland, dort kommst du hin als der Europäer. Wie nehmen die einen dann auf, so aus Europa, gerade so mit 17? Ich meine, die haben eine Fülle an Spieler in Kanada. Also die brauchen ja nicht unbedingt jemanden aus Europa, also da muss derjenige schon was mitbringen. Also aufgenommen wurde ich sehr, sehr gut, vor allem von den Jungs und von meiner Gastfamilie damals. Das war wirklich, da kann man gar nichts sagen, es war perfekt. Es war bis auf die Sprache wie zu Hause. Ich habe auch relativ schnell gute Freunde da gefunden, mit manchen habe ich immer noch Kontakt. Aber das ist eine ganz andere Welt. Das kann man nicht mit dem Nachwuchs-Eishockey in Deutschland vergleichen, weil, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt einfach so viel, viel mehr Spieler, die gleich gut oder sogar noch besser sind. Und ja, das ist wie als würdest du dann von heute auf morgen eine andere Sportart betreiben. Und dann war es schwierig, sich da überhaupt erstmal in Szene zu setzen. Ich will nicht sagen durchzusetzen, aber erstmal, du musst ja auch zeigen, ich bin zu Recht hier. Ja, also im Nachhinein ist man ja immer cleverer wie zu der Zeit. Ich war einfach noch nicht reif genug, um darüber zu gehen alleine. Und ich wusste auch noch nicht hundertprozentig, was gehört dazu zum Profi sein. Wie muss man sich ernähren? Wie muss man trainieren? Das waren Sachen, die ich in Deutschland, ich will das deutsche Eishockey nicht schlechter reden, aber das habe ich in Deutschland nicht gebraucht, weil ich einfach größer war und vielleicht ein bisschen mehr Talent mitgebracht habe wie einige andere. Und mir durch das eigentlich immer einen Vorteil erspielen konnte. Aber diesen Vorteil gibt es in Nordamerika nicht. Du musst einfach härter arbeiten wie alle anderen. Du musst 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche einfach ein Profi sein, mit Essen, mit Schlafen, mit allem. Und mit 17 war ich einfach noch nicht weit genug, um das so zu machen. Wenn du jetzt noch so dann überlegst, du bist ja noch nicht uralt, 96er Jahrgang, einige Spieler von euch, die waren ja auch schon mal eine Zeit lang drüben. Yasin Elis zum Beispiel, klar, ein paar von den Spielern, die jetzt bei euch sind, haben auch schon in den höheren Ligen in Amerika gespielt. Ist noch so ein bisschen der Traum da, vielleicht nochmal den Schritt zu machen, wenn es sich eine Möglichkeit ergibt? Ich denke, jeder, der sagt, wenn der Traum NHL nochmal kommen würde und er Nein sagen würde, würde lügen. Deswegen, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache mir keine großen Gedanken darüber. Ich bin jetzt Spieler von Red Bull München, will hier Meister werden und alles, was dann kommt, kommt. Und wenn es nicht kommt, dann ist es auch okay. Du hast ja schon 3 Titel gewonnen. Damals warst du noch jung. 17, 18, 19, das waren die Jahre. Dann ging es ja, wie gesagt, los mit Nürnberg-Straubing. Wenn du den Andi Ehler von damals und jetzt vergleichst, damals warst du wahrscheinlich einer der Spieler, die mit dazugehört haben. Ich würde sagen, jetzt auch aufgrund dieser Saison, der Ergebnisse, die du bisher hast. Du bist eine tragende Säule, hast eine ganz, ganz andere Position. Ich habe definitiv eine andere Position. Eine tragende Säule würde ich jetzt so nicht sagen, weil wir einfach
im Kollektiv sehr, sehr stark sind. Und wie ich vorhin auch schon gesagt habe, unsere vier Reihen sind alle unfassbar torgefährlich und wissen alle, wie man Eishockey spielt. Ja, ich hoffe, dass ich Teil davon sein kann, wenn wir dann im April Meister werden. Und ja. Du übst aber nicht schon fürs diplomatische Korps, weil du schaust wirklich, dass du das ganz behutsam, vorsichtig ausdrückst, ja, Andi. Also es gibt ja andere, die hauen mal so richtig auf den Busch. Also ich kann mich an ein paar Spiele erinnern. Klar, Steve Pinizzotto, muss man vielleicht noch sagen, ist vielen ERC-Fans in Erinnerung. Also der war ja nun wirklich kein Leisetreter. Hat sich da auch ein bisschen was geändert, so in der Nach-Außen-Präsentation des Teams? Nein, ich denke nicht. Ich denke, dass wir schon alle wissen, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen. Aber am Ende des Tages bringt das ganze Gerede nichts, wenn wir dann am Ende nicht gewinnen. So, jetzt guck mal, die nächsten Aufgaben. Da gibt es wieder schön die Zettelrührerei. Ihr habt jetzt eine relativ lange Pause, fast schon untypisch für Eishockey. Ihr spielt nämlich erst wieder am Donnerstag dann in Wolfsburg. Wie ist das jetzt, wenn ihr von vergangenen Freitag bis Donnerstag, also wirklich mal fast 7 Tage, kein Spiel habt? Bringt es einen eher durcheinander? Also musst du manchmal schon aufstehen und sagen, hoppala, ich bin ja doch noch zu Hause die Woche und schon nicht wieder auf Reisen. Also das ist ja auch eine Rhythmussache oftmals. Ja, wir hatten einen relativ straffen Rhythmus die letzten 3 Monate, würde ich sagen. Aber wir waren jetzt alle sehr, sehr froh, dass Samstag, Sonntag frei waren und wir mal zu Hause die Beine auch hochlegen konnten für 2 Tage. Heute war dann unser erster Trainingstag wieder und man hat schon gemerkt, dass die Jungs nicht allzu aktiv waren die letzten 2 Tage, sondern einfach auch mal zur Ruhe gekommen sind. Aber ich denke, dass uns das enorm helfen wird, dass wir jetzt auch mal wieder eine Woche Training haben, wo wir härter trainieren können, wo wir ein bisschen Gas geben können unter der Woche. Und vor allem auch die freie Zeit war jetzt super, weil, wie schon gesagt, wir waren brutal viel unterwegs jetzt. Ist es beim ersten Training nach so ein paar Tagen dann zu merken, dass die Beine schwer sind oder brennen alle so drauf? Wie war es jetzt das erste Training? Also ist es dann so richtig, alle sind heiß und kommen aufs Eis oder müssen erst mal so ein bisschen angeschoben werden? Ja, das war eine Mischung aus beiden. Ich denke, dass alle froh waren, dass wir uns heute wieder gesehen haben in der Kabine, weil 2 Tage frei in Folge hatten wir bis jetzt ja noch gar nicht, weil wir eben so viel gespielt haben. Aber wo wir dann den Trainingsplan gesehen haben, wie anstrengend der Don das heute gestaltet hat, waren wir dann schon relativ froh, wie es dann nach einer Stunde vorbei war. Ja gut, also wenn einer sicherlich die Erfahrung hat, Spieler dann wieder richtig reinzubringen, ist Don Jackson als der Rekordtrainer der DEL. Jetzt Wolfsburg ist die nächste Aufgabe, am Donnerstag auswärts. Das dann 3. Auswärtsspiel hintereinander. Mit welcher Erwartung? Die Wolfsburger ein paar Jahre lang ja immer ganz heißer Titelkandidat gewesen. Wir gehen eigentlich in jedes Spiel relativ gleich. Wir wollen das Spiel gewinnen, wir wollen unser Spiel über 60 Minuten durchziehen. Und am Ende schauen wir dann, was dabei rumkommt. Da kommt der Diplomat wieder raus. So, jetzt aber Heimspiel am Sonntag und vor allem so ein richtiges familienfreundliches Ding. 16.30 Uhr, also da werden sicher viele auch kommen, wirklich mit Kind, Kegel, da kannst du ja alles machen, gegen die Adler Mannheim. Auch das, glaube ich, eine besondere Beziehung, ERC München und Adler Mannheim. Das wird wahrscheinlich keine Eishockey-Liebe mehr werden, aber das ist so eine Dauerrivalität. Sind die Adler für euch so einer der 3, 4, wo ihr wisst, mit denen wird es nachher wirklich um den Titel gehen? Ich denke auf jeden Fall. Die Adler sind jedes Jahr Titelkandidat unter den 5 Mannschaften, die da sich eigentlich immer befinden. Sie haben auch dieses Jahr wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft, die, so wie es aussieht, auf dem Eis sehr gut harmonieren. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel am Sonntag. Es sind erstaunlicherweise sogar noch ein paar Karten da. Liegt aber vielleicht daran, dass ihr jetzt häufiger auswärts wart und irgendwie so die Fans dann vielleicht immer erst so an dem Tag entscheiden. Also noch können sie ja kommen und die Halle voll machen. Macht das für dich einen Unterschied auf dem Eis? Ob du merkst, die Ränge sind voll im eigenen Stadion, es ist eine andere Akustik, eine andere Atmosphäre. Schaltest du es aus? Ist dann ein Tunnelblick? Wie ist es bei Andi Eder? Also bis jetzt habe ich eigentlich immer gesagt, dass ich so im Tunnel bin, dass ich es nicht merke. Aber die letzten 2 Jahre haben einem dann doch gezeigt, wo man dann viel vor leeren Rängen und ohne Zuschauer gespielt hat, dass die Fans unglaublich wichtig für unseren Sport sind und auch für das, wie du dich auf dem Eis fühlst. Weil wenn du dann die Fans im Rücken hast und nochmal einen Push brauchst, sind sie schon sehr hilfreich. Und die letzten 2 Jahre war das halt oft nicht der Fall. Und da musstest du dann schon tief in dir selber graben, um nochmal ein bisschen Motivation zu finden. Hörst du es dann, wenn du das Tor schießt, dass sie wirklich deinen Namen rufen und gibt es so ein extra breites Grinsen dann? Also nimmst du es dann wahr oder ist es dann einfach nur eine riesen Geräuschkulisse und es zählt ja nur der Treffer in dem Moment, aber beides zusammen ist ja die Supermischung dann. Ja, auf jeden Fall. Also es macht schon deutlich mehr Spaß, Tore zu schießen, wenn die Fans im Stadion sind. Wir könnten jetzt natürlich noch ewig viel die ganzen Spiele durchgehen, denn die Saison ist ja noch lang, geht ja noch bis März.
Dann starten jetzt die Playoffs. Ich glaube, es ist keine große Prognose zu sagen, ihr werdet wohl die Playoffs erreichen. Alles andere wäre, das wäre dann wirklich die Saisonüberraschung. Was war in den vergangenen Jahren? Du hast es dann eher von außen beobachtet. Vielleicht das, was den Ausschlag gegeben hat, dass München nicht Meister geworden ist, obwohl sie jedes Mal im Finale standen. Da kannst du jetzt sozusagen als Eishockey-Experte sprechen, auch nicht als Münchner Spieler, der bist du jetzt wieder, aber von außen hast du zugeschaut und hast gesehen, welche Mannschaft hatte so das bisschen, was den Ausschlag gegeben hat. Als Experte würde ich mich jetzt selber nicht bezeichnen, aber ich denke, dass insgesamt ein bisschen Tiefe vielleicht im Kader gefehlt hat, die wir dieses Jahr definitiv haben. Wir haben mit Matthias einen unfassbaren Torhüter. Ich möchte jetzt nichts von den letztjährigen Torhütern wegnehmen, aber ich denke, dass der Matthias sich im Moment alleine an der Spitze der Torhüter in der DEL befindet. Und jetzt sind noch der Chris, der Ryan und ich sind noch im Sommer dazugekommen. Und ich denke, dass wir sehr gut reinpassen ins Mannschaftsgefüge. Und ich denke, dass die letzten Jahre vielleicht auch der Biss nicht so groß war nach drei Meisterschaften in Folge. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr alles dafür tun werden, um wieder Meister zu werden. Als du dann gekommen bist, erster Tag, Kabine, dann wird erstmal gezeigt, da, der spinnt. Ich glaube, mitreden kannst du da nicht groß, gell? Also da heißt es da hinsetzen und aus ist. Gibt es dann irgendwas, oft hört man ja, die Neuen müssen dann, weiß ich, erstmal ein Lied singen oder müssen irgendwas machen, so ein bisschen halt, damit sie in die Truppe aufgenommen werden. Gab es was bei euch? Das ist Gott sei Dank an uns vorübergegangen und das geht meistens auch eher an die jüngeren Spieler und da bin ich ja Gott sei Dank jetzt raus mit meinen 26 Jahren, da haben wir ein paar jüngere Spieler, die da mal einen Witz erzählen mussten. Okay, ich dachte, vielleicht hättest du ein Lied schmettern müssen, dann hätte ich gesagt, zum Abschied kannst du jetzt noch hier die Andi-Eder-Auftrittsnummer hinlegen. Hättest du Talent gehabt? 0,0. Wunderbar, dann lassen wir es auch lieber beim Eishockey. Andi, danke, dass du da warst. Haben wir schön ausführlich alles durchsprechen können. Weiterhin dir viel Erfolg, dann funktioniert es auch, glaube ich, weiterhin mit der Mannschaft. Und dann schauen wir mal, ob eine Rekordsaison rauskommt mit möglichst einem Titel am Ende. Danke. Vielen Dank. Mach's gut.